Hallo ihr Mafiosi da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mafia 1 auf dem PC. Ja, eigentlich wollte ich die Aufnahme ja in der nächsten Folge, also in dieser Folge, bei Lukas Bertone direkt starten, aber ich habe mir so gedacht, wir plaudern ja sowieso nochmal so ein bisschen über die letzte Folge und dann kann ich diesen Weg dorthin ja auch ein bisschen nutzen. Und ja, wir haben in der letzten Folge die Mission Ausflug aufs Land gemacht und eigentlich bestand unser Job nur darin, so ein bisschen Alkohol zu transportieren. Das Ganze ist dann nicht ganz so gut verlaufen für uns, denn irgendeiner hat uns scheinbar verpfiffen. Eigentlich sagte Pauli ja, dass die Polizisten geschmiert waren und wir uns eigentlich keine Sorgen machen mussten. Aber ja, scheinbar wurden wir verraten, und zwar von irgendjemanden aus dem Kreise Morello. Und das hat dann halt dazu geführt, dass wir uns mit denen anlegen mussten, dass Sam sehr übel zugerichtet wurde. Den haben wir aber noch rechtzeitig zum Doc bringen können. Also ihm scheint es jetzt erstmal gut zu gehen. Und das war gar nicht so einfach. Wir waren da auf so einer Farm und ja, mussten uns da irgendwie den Weg durchschlagen. Erstmal zu Sam. Und dann, danach ging es auch noch ab. Da hatten wir noch so eine Verfolgungsjagd. Pauli fuhr den LKW und wir sollten von hinten mit der Tommy Gun ja, die sich nähernden Fahrzeuge zerstören und die Fahrer natürlich töten. Komischerweise bei meinem letzten Versuch kam da nur ein Auto an. Ich glaube, das ist nicht ganz so die Intention des Spiels gewesen. Das war wahrscheinlich ein Bug oder sowas oder ein Glitch. Was ich aber ziemlich interessant finde, dass mir das sowas wieder in einer Aufnahme passiert. Oder habt ihr Ähnliches mal erlebt? Ist das einfach so, wenn man die Mission öfters nicht schafft, dass dann irgendwann nur noch ein Auto kommt? Ich kann mir kaum vorstellen, dass das so gewollt ist. Warum vor allem? Ich weiß ja, dass das Autorennen gepatcht wurde nachträglich von Steam, dass da halt Schwierigkeitsgrade eingefügt wurden, weil viele das scheinbar für zu schwer empfunden haben. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei so einer Mission auf einmal dann, vor allem wurde das auch nicht angezeigt und vor allem muss es einem ja dann auch vor die Wahl stellen. Es kann ja nicht einfach ungefragt das leichter machen. Denn was ist, wenn man die Herausforderung einfach möchte? Ja, was ist dann? So, wir fahren jetzt zu Lukas Bertone, wie gesagt. Wir könnten auch zu Salieri's Bar gehen, dann würde wahrscheinlich die nächste Mission beginnen. Aber ich möchte ja alles mitnehmen. Und wenn das so angezeigt wird, dann kann man ja auch eigentlich gar nichts verpassen. Ja, dann, die stellen einen ja direkt vor die Wahl und dann ist alles gut. So, Lukas, altes Haus, lange nicht gesehen. Wir haben einiges mitgemacht und durchgemacht seitdem. Was hast du für uns? Ah, Tommy, du kommst genau richtig. Ein Informant hat mir gesagt, dass es die Bullen auf einen meiner Freunde abgesehen haben. Mann, wir müssen ihn so schnell wie möglich warnen. Sein Haus ist in Hoboken. Kannst du das erledigen? Okay, Lukas. Warne Lukas' Freund. Ich glaube, wir machen jetzt alle Nebenmissionen. Ich hatte mal vorher mal geguckt, das sollen wohl irgendwie 7 Stück oder so sein. Ich würde die gerne in dieser Folge machen. Das ist echt nicht viel Zeit, also ich glaube, ich darf hier kein Limit einbauen. Also kein Tempobegrenzer. Ich muss hier, glaube ich, wirklich durchziehen. Scheint mir sehr eng zu sein, das Zeitlimit. Auch immer auf die Cops achten. Also mein Finger ist auf jeden Fall auf der F5-Taste, falls nötig. Auch um die Zeit hier. Boah, die Zeit ist aber wirklich eng. Holy. Da ist ja kaum noch was über. Von dem Balken. Wie soll ich da denn so schnell hinkommen? Wie stellst du dir das vor, Lukas? Dann muss ich ja gleich das Auto, wenn ich es nochmal versuchen sollte, dann muss ich das Auto ja gleich direkt da reinparken. Also am besten noch in die Werkstatt. Mit geöffneter Tür am besten. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist das für ein Zeitlimit? Bist du verrückt, Luca? Lukas. So, die zweite rechts. Nicht die, sondern die danach. Was machst du da? Das Wetter ist auch perfekt für sowas, ne? Da zählt er nämlich schon runter. Da sieht man jetzt, das ist die kleinere Uhr, da zählt nämlich jetzt schon. Das ist so der Final Countdown quasi. Wie spät es ist? Lukas Bertone schickt mich. Du musst abhauen. Die Bullen sind hierher unterwegs. Verdammt.
Dank Lukas von mir. Und dir auch. Ich gehe zur Hintertür raus. Dann sieht mich niemand. Viel Glück. Dann fahrt zurück zu Lukas Bertone. Jetzt ohne Zeitlimit. Wir haben es geschafft. Das war eine knappe Geschichte. Ich hoffe, das Auto ist ausreichend für das, was wir hier machen sollen. Das war jetzt eine erste Mission und die hat es schon wirklich in sich. Machen wir wieder den Tempobegrenzer an, weil... Ach, wobei. Zahlen wir halt einen Strafzettel, alles gut. Wobei, da sehe ich die Cops da vorne, dann... Das kann man vermeiden, das lassen wir mal lieber. So sparen wir im Endeffekt mehr Zeit, wenn wir uns jetzt... Wenn die uns nicht anhalten. Kann man eigentlich auch mit der Straßenbahn fahren? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das kann... Das müssen wir vielleicht auch mal machen irgendwann. Aber jetzt gehen wir erstmal die Mission von Lukas Bertone an, die Nebenmission. Bin gespannt, was es da noch so alles gibt. Aber ich würde die wirklich gerne in einer Folge jetzt hier abhandeln, weil jetzt noch in der nächsten Folge auch nochmal das hier zu machen. Ich meine, ich mag ja das Wetter eigentlich. Also ich finde das total atmosphärisch. Vor allem bei der Tageszeit, bei der Uhrzeit hier. Ich weiß nicht, wie spät es ist, aber... Es ist auf jeden Fall... Es hat auf jeden Fall Stil. So eine Mafia-Aktivität in der Dunkelheit zu machen. Das hat schon was. Geht's jetzt hier rein? Ja. Was willst du denn hier? Ach, der fährt ja einfach nur durch, oder? Oder will der auch zu Lukas Bertone? Nee. So, ich mach das jetzt mal wirklich mal so, wie ich das eben gesagt habe. Weil... Ich darf hier wirklich keine Zeit vergeuden. Lass die Tür offen. Ach, er macht sie automatisch zu. Schade. Ich dachte, da kann man vielleicht sich auch eine Sekunde sparen oder so, aber egal. Und was ist? Ging alles klar. Er hat sich bedankt und ist dann abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe eine Belohnung für dich, Tommy. Ah, eine Belohnung? Ein Auto? Oder zeigst du uns, wie man ein Auto knackt, oder... Jetzt scheint mir wahrscheinlich dadurch Autos frei oder sowas, ne? Der ist brandneu. Sieht anders aus als alle anderen Wagen. Das erste Modell mit aerodynamisch geformter Karosserie. Sieht scharf aus, finde ich, aber manche Leute sind nicht beeindruckt. Naja, Hauptsache er schnurrt wie ein Miezekätzchen, was? Und diebstahlfreundlich ist er. Einfach diesen Draht hier reinstecken, das war's. Ein Typ in Oakwood hat genau die gleiche Karre. Er parkt sie vor der Garage neben seinem Haus. Verstehst du? Sehr gut, danke. Stehle das Auto in Oakwood. Und Spiel gespeichert, das ist gut zu wissen. Heißt, wir können also die auch wiederholen, wenn wir failen sollten. Das ist gut zu wissen. Oakwood. Wo ist hier irgendwo ein Ziel? Ach, da unten. Okay, ich sehe es. Ja gut. Machen wir das. Könnte eine lange Folge werden, aber das seid ihr ja gewohnt von Mafia. Es ist halt wirklich... Die Missionen, es ist ja in einem Strang. Dann kommt die nächste, dann kommt die nächste, kommt die nächste und dann ziehen die sich auch immer so. Ich denke, das ist okay. Wenn nicht, kann ich es halt auch nicht ändern. Die Missionen sind ja halt immer so ein bisschen länger und vor allem sind sie auch schwer. Zumindest mir fallen sie sehr schwer und deswegen... Bin ich auch lieber mal eine Ecke langsamer unterwegs. Bin ein bisschen vorsichtiger. Denn wenn man... Man darf eigentlich keine Gegner übersehen. Wenn die mit einer Shotgun irgendwo stehen. Und du übersiehst die. Dann schießen die da zweimal in den Rücken und dann bist du tot. Und es gibt wirklich nicht viel Heilung in diesem Spiel. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Das sind keine Cops. Wir können Gas geben. Ja. Dann knacken wir das Auto. Ich frage mich, ob wir das einfach so bekommen dann? Wo sollen wir das denn hinfahren dann? Ich meine, ist ja dann unser Auto. Oder will er das haben einfach nur und wir bringen ihm das? Und im Gegenzug dazu hat er uns dann gezeigt, wie man das knackt. Aber da steht das gute Stück doch schon.
Den Wagen lassen wir einfach hier stehen. Würde ich sagen. Ist doch ein schöner Tausch. Da hat er den Wagen, wir nehmen den. Das ist ein fairer Tausch, finde ich. Na, erstmal gucken, ob hier kein Bulle ist. Kein Cop. Ja, sieht gut aus. Dann knacken wir das gute Stück mal. Ja, einmal da, den Draht da rein, einmal rumdrehen und dann ist das Ding offen. Fahr zurück zu Salieris. Ach, kann man gar nicht alle Missionen bei ihm machen? Ich hatte das nur so ein bisschen in einem Video gesehen. In einem zusammengeschnittenen Video. Ich dachte vielleicht, man kann die alle bei ihm machen. Sollen wir nochmal bei Bertone vorbeifahren, ob er vielleicht noch mehr hat? Ich weiß nicht, also... Ich würde ja gerne schon noch weitermachen, ne? Ich würde das jetzt echt ärgerlich finden, wenn ich jetzt hier nicht so einen Nebenmissionspart machen könnte. Sondern nur diese eine jetzt. Das würde dann wiederum bedeuten, dass wir dann immer nebenbei das machen werden. Also immer mal wieder, wenn es heißt, wir können dahin oder so. Ich würde jetzt aber wirklich gerne weitermachen. Sonst, ich meine, das dauert ja jetzt auch seine Zeit. Jetzt haben wir gleich schon 12 Minuten in der Folge. Und jetzt noch eine Hauptmission zu beginnen. Also mit der Story fortzufahren. Ja, eigentlich ist da nicht mehr so wirklich Zeit für jetzt. Oder ich muss halt wieder mittendrin eine Pause machen bei einem Savepunkt. So wird's wahrscheinlich, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Auch wenn ich Missionen immer ganz gerne komplett zeige. Mittendrin so aufhören finde ich eigentlich nicht immer so gut, aber bei Mafia muss ich da wirklich eine Ausnahme machen. Es geht teilweise nicht. Habe ich ja auch schon gemacht, also ich habe ja schon mittendrin, also ich habe ja Missionen jetzt nicht immer abgeschlossen direkt. Ich guck mal bei Bertone vorbei, ob da irgendwas ist. Wenn er noch irgendwas hat. Vielleicht gibt es ja noch mehr Missionen. Sonst habe ich heute nichts mehr für dich, Tom. Sonst habe ich heute nichts mehr für dich, Tom. Sonst habe ich heute nichts mehr für dich, Tom. Ach so. Ach, dürfen wir gar nicht klauen. Ist ja unser Kollege hier, also von daher alles gut. Okay. Er hat also wirklich nicht immer... Also er hat einen Job und dann müssen wir wieder zurück. Okay, das ist gut zu wissen. Heißt also... Das wird nichts mit dem reinen Nebenmissionspart, sondern das müssen wir immer mal wieder so machen. Einfach so, weil wir es können. Einfach so nebenbei. Alles klar. Finde ich jetzt nicht so gut, aber so ist das jetzt eben. Wir nehmen sie trotzdem mit. Weil mein eigentliches Ziel ist ja immer so die 30 Minuten in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich die in dieser Folge einhalten kann. Ich weiß es wirklich nicht. Drück mir mal ein bisschen aufs Gas. Das Auto wird dann wahrscheinlich auch irgendwo abgestellt, da auf dem Hof, nehme ich mal an. Ich glaube, das wird irgendwo auf dem Hof abgestellt, aber es ist, ja, das ist doch schick. Da haben wir einen großen Fuhrpark nach und nach und können uns immer wieder ein anderes Auto nehmen. Hier jetzt rechts rein. Und dann sind wir wahrscheinlich, ja, wenn wir bei Salieris Bar ist, dann kriegen wir wahrscheinlich wieder die Meldung, dass uns, ja, dass ein Auto freigeschaltet wurde. Ja, genauso wird es gleich kommen. So, langsam. Ja, ich habe doch schon den Begrenzer angemacht. Finden Sie mich nicht? Hallo? Polizei? Ich möchte gern meinen Strafzettel bezahlen, aber dafür müsst ihr erstmal herkommen. Hallo? Jetzt muss ich schon zur Polizei gehen, um mir einen Strafzettel abzuholen. Hallo? Guten Tag. Hallo, hier bin ich. Ich bin der, den Sie suchen. Hallo? Ja, jetzt bin ich gleich wahrscheinlich der größte Straftäter, wenn ich hier wegfahre. Aber was soll ich machen? Hier. Ich bin hier. Juhu. Hallo. Guck mal hier. Ich kann Purzelbäume. Ganz ehrlich, dann halt nicht.
kann ich auch nichts für. Was soll ich machen? Ich bin doch sogar hingegangen. Ich wollte brav meinen Strafzettel bezahlen und die... Ja. Kommen sie jetzt? Sie kommen nicht. Dann ist mir das auch scheißegal. Ich fahr weg. Grenze raus und tschüss. Tschüssikowski. Aber jetzt kommen sie. Ah, oh, jetzt haben sie es endlich geschafft. Meine Güte, nochmal zu. So. Haben sie es endlich mal einrichten können. Sehr schön. Hä? Ich sehe nichts. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Ja, aber... Ich sehe doch nicht mal was. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Welches Geld? Ich sehe nur die Finsternis. Sind wir im Reich der Schatten oder was ist das hier? Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ganz sicher nicht. Am liebsten würde ich jetzt schon wieder auf die Tube drücken, ne? Aber wir fahren jetzt mal das mit Begrenzer zu Ende, sonst wird es noch länger dauern. Schade, 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 Lukas. Dass du nicht noch mehr Arbeit für uns hast. Ich war jetzt so motiviert und ich wollte jetzt einfach mal was für dich tun. Weil du uns ja auch immer so geholfen hast. Gerade in dem... In der Zeit, wo wir das Rennen gemacht haben. Ich meine, er hat das Auto manipuliert von diesem Europäer. Ohne diese Manipulation hätten wir das Rennen wahrscheinlich nicht gewinnen können. Also deswegen dachte ich mir, ich tue ihm auch mal einen Gefallen. Aber wenn er aktuell nur eine Sache hat, dann ist das halt so. Vielleicht hat er ja später noch ein bisschen was für uns. Ich hoffe ja wirklich, der stand da bisher noch nicht, aber ich meine nicht. Wenn ja, habe ich es übersehen. Aber gut. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. So, jetzt wird wahrscheinlich wieder eine Sequenz kommen, also... Ja. Gucken wir uns die mal an. So, neue Autos. Erstmal den hier und den. Den haben wir freigeschaltet, wahrscheinlich durch die Mission. Und den hier durch die Nebenmission bei Lukas. Bertone. Naja, weiter geht's mit der Story. Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Er hat den Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast, Tommy. Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos. Wir müssen Frank liquidieren. Sie meinen, ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umlieten soll? Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe, habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Anderenfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Gibt es nicht. Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Finde zuerst diese Männer. Und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Das sind gute Spitzel. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Einer von denen weiß sicher was. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht, bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisci? Verstanden. Frank wird bewacht werden.
Also schalte zuerst die Wachen aus. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Viel Glück, Tommy. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Und denk daran, wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Gott verdammt, was hast du mir angetan, Frank? Du warst wie ein Bruder für mich. Finde Frank, hol dir die Kassenbücher und leg ihn dann um. Eieieiei. Ausgerechnet Frank, der mir hier von allen noch am sympathischsten rüberkam. Aus Paulies auch witzig, ja, aber Frank ist wirklich auch irgendwie noch menschlich. Gerade wie er auch mit ihm im Auto saß und drüber geredet hat, dass er, ja, auch mal ins Theater gehen sollte, mal was unternehmen sollte mit Sarah und sowas. Und dann hast du hier den Don, der halt nur darauf aus ist, seine Macht zu halten und dem jedes Mittel recht ist und das auch keinen Halt macht von jemandem, den er 20 Jahre kennt. Meine Güte, er hat ihn verraten, aber hat er eine Wahl dabei oder nicht? Das ist die Frage. Und ich bin gerade echt gespannt, ob hier Tommy das wirklich durchzieht. Wir haben beide zu tun, Tommy. Wir reden später. Das besprechen wir später. Ich brauche ein wenig Ruhe. Ich muss nachdenken. Wir haben beide zu tun, Tommy. Wir reden später. Das besprechen wir später. Ja, ganz sicher besprechen wir das später. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob er das jetzt machen wird. Man ist natürlich clever von dem Spiel, dass er zuerst so eine Szene im Auto zeigt, wie die beiden vertraut miteinander sprechen, dass er ihm sagt, dein Leben ist noch vor dir, du hast noch viele Möglichkeiten, um so eine Bindung zu ihm aufzubauen, zu Frank. Und jetzt stehen wir kurz davor, ihn auszuschalten. Das finde ich natürlich auch vom Storytelling halt echt interessant, muss ich ehrlich sagen, aber... Ja, hey Luigi. Alles klar bei dir? Tut mir leid, Tom, ich bin echt beschäftigt. Ich sehe das. Wir trinken nach der Sperrstunde einen zusammen. Das hoffe ich doch, dass wir das tun. Ja, eigentlich würde ich jetzt nicht mehr weitermachen wollen. Aber habe ich mir gerade mal so überlegt, weil... Ja, das wird eine sehr, sehr lange Mission. Und da möchte ich ungern eine Unterbrechung drin haben, weil das halt sehr, sehr auch emotional ist. Auf die Story bezogen mit Frank und so weiter, weil ich denke, Tommy hält sehr viel von ihm. Und das wird interessant werden. Und deswegen würde ich sagen, reicht das erstmal für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn euch das gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und dann gucken wir mal, ob wir Frank umlegen oder ob Tommy, ja, was Besseres einfällt. Bis zum nächsten Mal.